Am Institut für nachhaltige Entwicklung forschen wir im Bereich nachhaltige Energiesysteme und bei der Entwicklung von Städten hin zu Smart Cities. Bei beiden Themen ist eine große Herausforderung, die Sensibilisierung der Bevölkerung zu diesen Themen zu erreichen. Um dort einen neuen Ansatz reinzubringen, haben wir uns für das Thema Virtual Reality entschieden und unsere Inhalte damit zu kommunizieren. Wir kreieren ein sogenanntes Serious Game rund um ein komplexes Nachhaltigkeitsthema. Damit möchten wir Inhalte spielerisch vermitteln und Begeisterung bei der Bevölkerung wecken. Virtual Reality schenkt uns die Möglichkeit, etwas nicht nur zu lesen oder anzuschauen, sondern tatsächlich zu erleben. Wir haben zwei Serious Games entwickelt, in welchen man verschiedene Sachverhalte erleben kann. Beim Virtual Energy Hero geht es um die Energiestrategie 2050 vom Bund. Beim zweiten, dem Virtual Smart Winter Hero, geht es um das Thema Smart City Winterthur. Im Virtual Energy Hero steigt man zuerst in einen Heißluftballonkorb ein, zieht sich die VR-Brille an und befindet sich dann in einer virtuellen, dreidimensionalen Umgebung. Dort kann man dann an verschiedene Destinationen hinsteuern, Fragen beantworten, Punkte sammeln und schlussendlich bei einem Einfamilienhaus noch konkrete Maßnahmen treffen. Im Virtual Energy Hero haben wir gelernt, dass Interaktion ein sehr wichtiger Bestandteil eines guten Spielerlebnisses ist. Das haben wir dann im Virtual Smart Winter Hero umgesetzt. Dort geht es darum, die Stadt Winterthur smarter zu gestalten. Und dies macht man in drei verschiedenen, sehr interaktiven Missionen. Zum Beispiel muss man eine energieeffiziente Straßenbeleuchtung testen. Die Spiele haben wir in interdisziplinären Teams entwickelt, welche aus ZHW-internen Personen, aus verschiedenen Instituten und sogar Departementen sowie externen Partnern bestehen. Dabei waren Startups, mehrere Beteiligte von der Stadt Winterthur, ein Synchronsprecher und viele mehr. Die größte Herausforderung war, dass wir bei Beginn des Virtual Energy Heroes noch gar keine Erfahrung mit Virtual Reality hatten. Aber zum Glück bietet die ZHW ein sehr gutes Umfeld, wo man auch mal eine neue, innovative Idee ausprobieren kann. Eine weitere Herausforderung war die Koordination dieses sehr interdisziplinären Teams. Und es gab tausende kleine Dinge, die zu so einer Produktion dazugehören, an die wir denken mussten. Es war ein ganz neues Arbeiten, es war Silo-Denken überwinden und es war ein wahnsinnig kreativer Prozess. Die beiden Serious Games stellen wir oft an Events, welche zu diesen Themen in Winterthur und in der Umgebung stattfinden, aus. Mit diesen Erlebnissen sind wir auf sehr großes Interesse gestoßen, sowohl intern bei der ZHW als auch bei der Bevölkerung. Zusätzlich konnten wir die Spielenden dazu anregen, sich mit dem Thema Energie und dem Thema Smart City Winterthur zu beschäftigen und ein Verständnis dafür zu erhalten. Unser Wunsch ist, dass aus dieser Begeisterung, die wir in der virtuellen Realität wecken konnten, reale Taten folgen.